Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Heilige Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich. Vor ein paar Wochen habe ich eine Studie über das Thema Glücklichkeit gesehen. Oder ja, Glücklichkeit ist ja eigentlich gar kein so richtiges Wort, also über das Glücklichsein oder über die Glückseligkeit. Naja, wie dem auch sei, man weiß ja, was gemeint ist. Und diese Studie läuft seit 85 Jahren und wurde über mehrere Generationen durchgeführt. Alle 2 Jahre wurden den Teilnehmern dieser Studie dann Fragen zu ihrem Leben und ihrer seelischen Verfassung gestellt. Und ja, an dieser Studie haben dann mehr als 2.500 Menschen teilgenommen. Und die Ergebnisse kann man also als relativ repräsentativ ansehen. Es gibt 2 Kernerkenntnisse aus dieser Studie. Erstens, körperliche Gesundheit hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Lebenserwartung und auf unser Wohlbefinden später im Leben. Und zweitens, noch viel wichtiger, wir sind viel glücklicher, zufriedener und gesünder, wenn wir gute Beziehungen in unserem Leben haben. Es gibt auch viele andere Studien, die Ähnliches zeigen. Beispielsweise gibt es einige Studien über Einsamkeit, die zeigen, dass Einsamkeit einen sehr großen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ja, Herr Jesus, bei diesem Thema musste ich auch an dich denken. Denn wir als gläubige Christen haben immer zumindest eine Beziehung. Auch wenn uns alle anderen verlassen haben, du, Jesus, du verlässt uns nie. Und du bewahrst uns vor der Einsamkeit. Und ja, du bist ja auch nicht einfach nur irgendein dahergelaufener Freund. Nein, du bist die wichtigste Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Du bist ein Freund, der wirklich seinesgleichen sucht. Du hörst mir immer zu, selbst wenn ich mal wieder in einen Monolog verfalle. Du kennst mich besser als jeder andere und du vergibst mir, egal wie oft ich dich enttäusche. Ja, und apropos Enttäusche, bei der Vorbereitung dieser Gebetszeit bin ich etwas traurig geworden. Denn ja, ich habe gemerkt, wie häufig ich meinen besten Freund eigentlich enttäuscht habe, nämlich dich, Jesus. Und ja, vielleicht geht es ja auch einigen von euch manchmal so. An sich würde ich sagen, das ist eine gute Sache, denn wenn wir, ja, traurig sind, ja, also klar, wir sind alle nicht perfekt, aber wenn wir traurig sind, dann wissen wir zumindest, dass wir etwas falsch gemacht haben, ja, und dann erkennen wir unsere Fehler und sind gewillt, ja, die auszubessern. Ja, und dann können wir auch immer zu dir kommen, Jesus, und ja, so wie wir es auch schon sicherlich häufig bei unseren Eltern oder Freunden gemacht haben, bei dir um Verzeihung bitten. Der heilige Josef Maria schreibt dazu so wunderschön passend: Man muss sich klar machen, dass Gott dauernd bei uns ist. Wir leben, als ob der Herr fern wäre, dort, wo die Sterne leuchten, und wir bedenken nicht, dass er auch immer an unserer Seite ist. Er ist wie ein liebender Vater. Jeden einzelnen von uns liebt er mehr, als alle Mütter der Welt ihre Kinder lieben können. Er ist da, helfend, leitend, segnend und verzeihend. Wie oft hat sich die Stirn unserer Eltern geglättet, wenn wir ihnen nach einer Ungezogenheit sagten, ich will es nie wieder tun. Vielleicht haben wir am selben Tag aufs Neue gefehlt. Unser Vater hat uns dann mit vorgetäuschter Strenge in der Stimme und mit ernstem Gesicht getadelt. Aber gleichzeitig wurde ihm das Herz weich, denn er kannte unsere Unbeständigkeit und dachte wohl, armes Kind, wie es sich anstrengt, sich gut zu betragen. Wir müssen uns ganz davon durchtränken
und erfüllen lassen, dass der Herr unser Vater ist. Vater durch und durch, der an unserer Seite ist und im Himmel. Diejenigen, die mich kennen, und dazu zählst du natürlich auch, Jesus, wissen, dass ich sehr gerne Filme schaue. Und einer meiner Lieblingsregisseure ist Guy Ritchie. Er hat letztes Jahr einen weiteren Film veröffentlicht, Der Pakt, auf Englisch The Covenant, mit Jake Gyllenhaal als Hauptdarsteller. Jake Gyllenhaal spielt in diesem Film einen Sergeant der US-Armee namens John Kinley. Kinleys Einheit ist im Afghanistan-Krieg im Einsatz und hat einen afghanischen Dolmetscher, um mit den Einheimischen kommunizieren zu können. Bei einer Mission werden tragischerweise fast alle Soldaten aus Kinleys Einheit getötet. Es verbleiben nur Kinley selbst, der allerdings schwer verletzt und bewusstlos ist, und sein Dolmetscher. Dieser einheimische Mann hilft dann Kinley, ohne diesen fremden Amerikaner wirklich zu kennen, zurück zu einem amerikanischen Stützpunkt zu gelangen. Und das war nicht mal eben so getan. Er versorgt ihn und trägt ihn über 100 Kilometer, mehrere Wochen durch feindliches Territorium. Er riskiert alles, um John Kinley zu retten. Und genau so hat auch Jesus, ohne uns zu kennen, uns gerettet, indem er sich für uns und für alle Menschen geopfert hat. Wie können wir dir, Herr, danken für dieses unbeschreibliche Opfer, das du für uns erbracht hast? Ich glaube, dein größter Wunsch, Herr, ist es, dass wir das Angebot, welches du uns allen machst, annehmen. Das Angebot, dein Freund zu werden und mit dir eine tiefe, freundschaftliche und brüderliche Beziehung zu haben. Aber wie stellen wir das an? Naja, ich denke, wir sollten uns vielleicht mal fragen, wer unsere besten Freunde eigentlich sind. Wie sind sie unsere besten Freunde geworden? Freundschaft entsteht durch Vertrauen, welches wir schenken können, indem wir dir, Jesus, in allem vertrauen. Wir müssen uns bewusst machen, dass du nur das Beste für uns möchtest. Freundschaften entstehen auch nur, wenn wir Zeit mit der anderen Person verbringen, wenn wir sie kennenlernen und mit ihr sprechen. Kennenlernen können wir dich, Jesus, indem wir beispielsweise die Evangelien lesen. Dort werden wir auch schnell feststellen, was für ein guter Freund du stets deinen Jüngern warst. Und sprechen können wir natürlich im Gebet mit dir, so wie wir es jetzt gerade tun. Was sind weitere Eigenschaften, die einen guten Freund auszeichnen? Freunde erzählen nie etwas Schlechtes über einen. Freunde stehen zu uns, egal wie wir bei den anderen ankommen. Freunde hören uns immer zu und hören auf unsere Ratschläge. Freunde sagen uns immer die Wahrheit, auch wenn wir sie so mal nicht hören wollen. Mit Freunden können wir immer sprechen, wenn wir sie brauchen. Und Freunde sehen einem die eigenen Fehler immer wieder nach. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir diese Regeln der Freundschaft auch auf unsere Beziehung mit Jesus anwenden können, sodass wir ihm ein besserer Freund sein können. Im heutigen Evangelium zitiert Jesus Jesaja und kritisiert wieder einmal die Pharisäer, indem er sagt: Dieses Volk ehrt Gott mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von ihm. Diesen Gedanken finde ich einen sehr passenden Abschluss für diese Zeit des Gebetes. Hilf mir dabei, Herr, dich mit ganzem Herzen zu lieben. Verzeih mir, dass ich dir so oft nicht vertraue. Hilf mir dabei, dir in Zukunft ein besserer Freund zu sein. Bitten wir auch die heilige Gottesmutter, dass sie uns dabei hilft, eine wahre Freundschaft mit ihrem Sohn aufzubauen und mit ihm in allen Zeiten unseres Lebens eine Beziehung zu haben. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in diesem Gebet geschenkt hast. Ich bitte dich um die Hilfe, sie zu verwirklichen. Heilige Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich.